Ich will über unsere Aufmerksamkeit, Achtung, ich will mal über unsere Aufmerksamkeit reden. Wenn wir überlegen, wie viel Reize die Umwelt uns bietet und wie wenig wir davon überhaupt wahrnehmen, das heißt selektiv richten wir unsere Aufmerksamkeit nur auf sehr, sehr wenige Reize in der Umgebung. Ich würde mal behaupten, 99,9% dieser Reize, um uns herum sind, die wir wahrnehmen könnten, nehmen wir überhaupt nicht wahr. Das heißt, wir nehmen vielleicht, 40 Reize wahr, aktiv, bewusst, und der Rest wird einfach ausgeblendet. Das heißt, unser Scheinwerfer der Aufmerksamkeit kann nur auf sehr, sehr wenige Dinge gerichtet werden. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, diesen Scheinwerfer auszurichten. Entweder indem wir meckern oder indem wir dankbar sind. Und da wir ja so viel Auswahl an Reizen haben, die wir wahrnehmen können, ist es dann so, dass wenn wir meckern wählen, automatisch die Reize rausgepickt werden, die uns darin bestätigen. Das heißt, wenn wir unseren Scheinwerfer durch Meckern ausrichten, dann denken wir, es gibt nur das Schlechte, es gibt nur das, worüber wir meckern können. Wir finden Dinge, worüber wir uns aufregen. Wir finden Dinge, warum wir unglücklich sind und so weiter und so fort. Wenn wir hingegen unseren Scheinwerfer mit Hilfe der Dankbarkeit ausrichten, dann finden wir aus diesen Milliarden Reizen natürlich auch die positiven Reize, die genau uns in dieser Dankbarkeit unterstützen, warum unser Leben toll ist, warum man glücklich sein darf, warum es alles gar nicht so schlimm ist und so weiter. Also man sieht, da diese Milliarden Reize um uns herum sind, können wir uns entscheiden, welche Reize wir davon ins Bewusstsein holen, und wir blenden sowieso 99,9% aus. Also warum nicht die Reize ins Leben holen, die diese Dankbarkeit hochbeschwören, die dieses positive Leben unterstützen. Wir sind meistens für das, was wir haben, nicht dankbar. Das heißt, das, was wir hier haben, dass wir jetzt zum Beispiel Kleidung haben zum Anziehen, dass wir eine warme Wohnung haben, dass wir ein Bett zum Schlafen haben und so weiter, dass man hier ein Handy hat, also dass man in die Stadt gehen kann, dass man in Sicherheit lebt. Das sind alles Dinge, wo man dankbar sein kann, die nicht unbedingt immer im Bewusstsein der Leute sind, sondern die Leute nehmen das als selbstverständlich an. Und indem wir uns immer wieder bewusst machen, was wir eigentlich haben, verlagern wir den Fokus ein bisschen. Das, was wir meistens machen, ist zum Beispiel, bevor wir ins Bett gehen, wie oft ist von vielen Menschen ist der letzte Gedanke, bevor man ins Bett geht, irgendwas Negatives, was nicht gut gelaufen ist, worüber man sich aufregen kann oder ärgern kann. Weil das so das Einzige ist, was einen noch ein bisschen mitreißt, was Emotionen in einem hervorruft. Aber man hat verlernt, den Fokus zu verlagern in die Dankbarkeit hinein. Und wenn man das wieder lernt, zu genießen, was man hat, dann richtet man den Scheinwerfer auf die Dankbarkeit, und somit werden diese Dinge, die man wertschätzt, automatisch mehr. Das heißt, wenn man seinen Reichtum, den man bisher hat, wertschätzt, indem man den Scheinwerfer so ausrichtet, wird der Reichtum automatisch mehr, weil man ja logischerweise diese Dinge anzieht, wo man seine Aufmerksamkeit drauf richtet. Das ist nicht nur esoterisch, sondern es ist auch verhaltenspsychologisch, wissenschaftlich bereits erforscht und in zahlreichen Studien belegt. Das ist nicht nur esoterischer Quatsch. Also wichtig einfach, sich immer wieder bewusst machen, für was man dankbar sein kann. Und was da hilft, ist zum Beispiel ein Dankbarkeitsjournal, in dem man einfach jeden Abend vorm Schlafengehen aufschreibt, für was man dankbar ist. Und es kann einfach dafür sein, dass man einem Menschen ein nettes Lächeln geschenkt hat oder dass man ein nettes Lächeln bekommen hat. Oder einfach, weil es heute so kalt war, dass man Handschuhe hat. Also ganz triviale Sachen, für die man einfach dankbar sein kann. Und wenn man sich das jeden Abend bewusst macht, oder wenn man zum Beispiel einen schönen Tag mit der Familie hatte, dann kann man an dem Abend denken, ich bin dankbar dafür, eine Familie zu haben und eine gesunde Familie zu haben oder eine herzliche Familie zu haben und so weiter. Es gibt Millionen Dinge. Und wenn man das jeden Abend macht, dann verlagert man diese Aufmerksamkeit auf die Dankbarkeit. Dann macht man sich das jeden Abend sozusagen bewusst und etabliert das sozusagen mehr und richtet den Scheinwerfer auf die richtigen Dinge aus. So viel dazu, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.